herzlich willkommen bei whisky.de, dem Treffpunkt feiner Geister. Und ja, heute sehen Sie mich nicht vor meinem Fass. Ich habe so ein bisschen versucht, die Situation hier im Hotel nachzustellen. Aber nun geht so nicht. Ich bin hier auf einem, ja, einem Arbeitsausflug. Ich schreibe nämlich an meinem zweiten Buch. Sollte dann irgendwann, ja, im Winter 2023 dann auf den Markt kommen. Heute geht es um Cardu, den 16-Jährigen, und der ist von der Special Releases, und den bekommen Sie bei whisky.de im Shopsystem für 188 Euro, ein stolzer Preis. Allerdings dann die 0,7 Liter Flasche und nicht die 0,2 Liter Flasche, die ich hier mit einem Glück habe abstauben können. 58 Volumenprozente stehen auf dem Etikett, muss ich also auf jeden Fall verdünnen, so pur trinke ich das nicht. Und die kleinen hatten wir, glaube ich, sind aber wohl schon vergriffen. Die Nachfrage war sehr hoch. Vermutlich liegt das daran, dass Cardu angekündigt hat, dass der 12-Jährige wohl nicht mehr so lange verfügbar sein wird, obwohl man immer wieder das Gegenteil hört. Und es war auch schon mal so weit, ich glaube, bei der letzten Finanzkrise oder war es zur Dotcom-Krise, wo man dann sagte, man hat nicht mehr genug, oder vor dieser Krise, man hat nicht mehr genug. Und dann kam die Krise und dann brach die Nachfrage aus den Südländern ein und da hatte man doch wieder genug. Und so laviert sich die Flasche durch die Gesellschaft oder durch die Kundschaft und ist eigentlich dann doch immer für die, die sie haben wollten, verfügbar gewesen. Allerdings, die 15- und 18-jährigen Flaschen sind jetzt ganz, ganz rar, falls überhaupt noch verfügbar. Und da kam jetzt als Ersatz für die Fans dieser 16-Jährige in den Special Releases. Und ich freue mich, dass ich hier die Flasche dabei habe, sie jetzt probieren darf, weil mir gefällt Cardu als solches sehr, sehr gut. Und hier schreiben sie drauf, a lush honeyed scotch erupting with tropical sweetness. Finished in Jamaican pot still rum casks. Also ein honigsüßer Scotch, Single Malt Whisky fehlt, der mit tropischer Süße eruptiert, ausbricht. Und hinten drauf ist eine sehr nette Story über den schwarzen Stein, The Black Rock, auf dem Cardu steht. Der ist eines Tages aufgerissen und die kühle Brise, die sonst dort weht, wurde durch also warme Luft mit tropischen Früchten wie aus dem Paradies verändert. Und dann um Mitternacht schloss sich der Stein wieder, alles war vorbei. Aber dieses Aroma ist im Whisky von Cardu neben dem Ausbruch dieser tropischen, exotischen Früchte dann im Whisky verblieben. Und so ist der jetzt. Ja, nette kleine Sprüche. Und hier haben wir es also jetzt mit einem Jamaica Rum Finish zu tun. Und dieser Rum stammt nun aus Pot Stills. Das ist ja auch nicht so allgemein üblich. Und wenn Sie große Fans von Rum sind, wir haben mittlerweile auch eine feine, exklusive Auswahl an Rums, die wir neben unserem Whisky jetzt natürlich nur in kleinen Mengen dann verkaufen. Aber wenn Sie bei uns den Whisky, Ihren Whisky genießen, dann können Sie eben im One-Stop-Shop dann auch Ihren Rum bei uns mit erwerben. So, jetzt riechen wir mal dran. Wow, da ist also richtig Fruchtigkeit drin. Super, extrem. Also ich habe hier zuallererst, Ananas. Pineapple for Alaska. Also habe ich Ananas drin, wundervoll. Und dann habe ich sowas wie Mandarinen, Mango, also so exotische Früchte mit dem Hang zum Süßen. Honig, ja, an Klänge, aber dass er dominant mit Honig wäre, wie vorne drauf steht, das habe ich jetzt nicht. Nee, dazwischen kommt immer so eine leichte alkoholische Note mit rein. Ja, 58 Volumenprozente. Ne? Probiere ich natürlich nicht pur und jetzt habe ich leider meine Karaffe nicht dabei. Drum nehme ich hier mein Ersatzglas, was ich hier passend zur Seite stehen habe. Und jetzt schauen wir mal. Ja, der Whisky macht ein Stück weit auf, wird ein Stück weit milder. Ja, und jetzt meine ich, kommt auch eine leichte Honignote mit durch. Weiterhin sehr fruchtig, sehr exotisch.
Malzigkeit, aber das ist Cadu-typisch. Wirklich voll in der Nase, sehr intensiv. Cheers. Beim ersten Probieren hatte ich ein bisschen mehr Alkoholgehalt, jetzt bin ich vielleicht auf 45 runter. Sehr massiver Antritt auf der Zunge, sehr voluminös. Leichte Schärfe setzt ein, die sofort weggeht, so wie ein ganz kleiner Kick an Pfeffer dabei. Und jetzt kommt so diese Honignote am Ende durch, und zwar, wenn die Süße des Honigs verfliegt und so ein bisschen, ja, die Substanz des Honigs auf der Zunge verbleibt und so einen gewissen matten, anders kann ich nicht beschreiben, matten Ton auf der Zunge hinterlässt. Das habe ich jetzt auch. Die 16 Jahre Reifung, wovon wahrscheinlich 15,5 Jahre in normalen Hogsheads, Refill Hogsheads, vollbracht wurden und dann ein halbes Jahr typischerweise in den Jamaica Rum Cask nachgefinisht wurde. Gefinisht, nachgefinisht, das ist ein Pleonasmus, oder? Also gefinisht wurde. Bringt dann die Fruchtigkeit, aber jetzt nicht irgendwie eine Art Bitterkeit. Das hat der Whisky an dieser Stelle nicht abbekommen. Hat Cadu wundervoll hinbekommen. Klar, die haben vorher schon 15- und 18-Jährige abgefüllt. Die wissen, was da läuft. Die haben die Auswahl von den besten Fässern, weil das ja die eigene Brennerei ist von Diageo. Und mit diesen speziellen Nachreifungen in den Rumfässern haben sie wahrscheinlich Refill-Fässer hier nochmal hochgezogen und ihnen damit jetzt nicht den normalen Cardu-Geschmack gegeben, sondern obendrauf noch eine riesige Schippe an exotischen Früchten obendrauf. Jo, gefällt mir gut. Müssen sich wahrscheinlich ranhalten. Wie gesagt, die kleine Flasche wegen, schau mal hinter, dann sieht man die Flasche besser, wegen ja, den günstigen Preisen und des Probieren Könnens ist schon weg. Die große Flasche, ich nehme an, sie wird es bis Weihnachten noch durchhalten. Aber es sind die Special Releases und die Special Releases haben immer große Nachfrage. So, das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.